Hey Freunde, willkommen zu dieser neuen Runde hier Star Wars Battlefront. Wir spielen den Spielmodus. Schon erstmal, genau, hier steht es auch Vorherrschaft. Es geht darum, das andere Team, in diesem Fall die Rebellen, so weit zurückzudrängen und die meisten der 5 Kontrollpunkte zu erobern oder halt alle, um das Spiel zu gewinnen. Spiel gestartet, jetzt beitreten, genau. So, ich spiele mal Nacht irgendwo auf Endor. Start. Ich habe jetzt erstmal das Gewehr hier ausgewählt. Es hat Schnellfeuer. Es gibt kein Versuchen. Aber es ist das Beste, warte, ich mach mal. Hier. Oh, ich finde, das ist einfach so ein bestes Emote, was es irgendwie gibt. Das ist so Ionenschock, heißt es, glaube ich. Dann. Das ist so gut gemacht, oder? Was habe ich noch? Das da. Ja, danke, richtig schlechtes Gefühl und los geht's. Und dann hier schön Sprungperk Level 2. Lord Vader ist hier. Ich hasse es, bei Nacht zu spielen. So, boom. Sehr schön. Kacke, tot. Egal, ich habe schon mal einen Kill gemacht. Ah, ich glaube, ich nehme gleich meinen anderen Blaster. Aber jetzt, der hat halt, ja, Zielfunktion, soweit. Ist eigentlich ein ganz gutes Gewehr, überhitzt nicht zu schnell und ja, Schnellfeuer. Ich habe zwar jetzt, ich habe eigentlich fast alle Waffen bis auf diesen Java-Blaster, aber ich finde einfach nur irgendwie Kacke bei so einer Schlacht, weil der ist nur auf naher Distanz gut. Heck. Ah, ich bin runtergefallen. Wir verlieren einen Kontrollpunkt. Wo denn eigentlich mal? Richtung Eroberung. Schick den unten mal ein paar kleine Granaten runter. So, hätten wir schon mal. Wie weit geht's denn hier noch hoch? Salais. Hier so perfekt. Okay, ich habe keinen Sniper, aber. Gehen wieder runter. Okay. Ja, was? Hä? Oh, hat mich erschreckt. Böse. Richtig sinnvoll eingesetzt. Wow, ein bisschen geleckt. So, und diese Ladungen sind ja dafür gedacht, diese Sache, die ich auf der 2 habe hier. Also bei mir ist das das Körperschild. Das heißt, ich kann von sowas wie Blasterschüssen oder so nicht getroffen werden. Ah, Kill Assist. Egal, es geht ja darum, dass das Team gewinnt. Ja, ich hasse es. Ich hasse diese scheiß Raketen, ey. Mann. Da lang. Jetzt werden wir diese Rebellion niederschlagen. Ja, genau das werden wir jetzt tun. Ah, dann noch von hinten. Mist, wir liegen hinten. Scheiße. Komm schon, Team. Macht was. Ja, wo ist denn... Ah, Mann. Ich hasse das, man sieht die immer so schlecht, weil diese grünen Sachen haben. Ich muss mal das hier. Ist das diese Waffe vom Boba Fett? Mann, ich treffe heute irgendwie gar nichts. Das ist schon irgendwie ein bisschen blöd. Aha, wo bin ich denn jetzt drin? Okay. Feind in Sicht.
Ne, Freundchen. Wir haben einen Kontrollpunkt übernommen. Da ist doch überhaupt keiner. Nee. Gut, dann, jetzt ist da einer. Merkmal Stufe 2. Verteidige diesen Kontrollpunkt. Überlass den nicht den Rebellen. Na, okay, da ist mir keiner angezeigt. Hier vorne sind die. Mal reinschießen, wenn da jemand ist. Wird er jetzt in die Luft gesprengt? Wir verlieren einen Kontrollpunkt. Wo? Nein, nein. Das kann ich nicht dulden. Ja, der denkt sich auch, erstmal so erstmal Speeder gegönnt. No problem. Feindliche Einheiten geordnet. Oh, bis ich mich da umgedreht habe mit dieser Waffe. Mann. Ich glaube, ich habe die auch. Ich bin nicht sicher, ob ich die gekauft habe. Und kämpft. Oh, wird erobert. Gut, wird erobert, ist schon mal gut, aber Verlust ist natürlich jetzt richtig scheiße. Boah! Wir verlieren einen Kontrollpunkt. Oh, jetzt kommt der wieder. Genau, der stand doch vorhin da schon so blöd rum. Immerhin, momentan sieht's noch ganz gut aus. Gehen wir mal zur Eroberung. Kontrollieren das Schlachtfeld. Bereitet euch auf den Gegenangriff der Rebellen vor. Wir übernehmen einen Kontrollpunkt. Ah, scheiße. Oh, diese E-Webs sind schon ziemlich overpowered. Die haben halt so extrem starkes Dauerfeuer. Okay, ja. Hm? Genau. Da seht ihr es ja, das ist leicht. So. Oh, shit. Ja, keine Chance. Keine Chance. Ah, das kostet eine Granate oder sowas. Okay, sehr schön. Wir nehmen einen Kontrollpunkt in Besitz. Nein. Ja, die haben auch nichts mehr gebracht, die Granaten. Shit. Gehen wir mal hier oben lang. Schauen, ob hier auf bösartige. Nee, Freundchen. Ah, diese Druiden.
Was ist denn gerade los? Sound leckt ein bisschen rum. Ist da jemand? Genau, erstmal da die Regenerate rein, wo niemand ist. Okay, aber hier werden überall Leute angezeigt, also so. Ja, danke, eine Annäherungsbombe. Wir übernehmen einen Kontrollpunkt. Wir haben den Jedi Skywalker ganz in der Nähe aufgespürt. Gewährt diesem Verräter keine Gnade. Ja, toll, Luke, danke. Danke, danke, danke. Gut, ist einfach unseres Fels aus Fels spawn, boom. Die Rebellen besetzen einen Kontrollpunkt. Wir müssen sie stoppen. Stellt euch auf Gegenangriffe ein. Wir haben sie zusammengedrängt. What? Ah, okay, DL-44, ja. Die Waffe ist so extrem OP. Nein, als ob, jetzt so ganz kurz vor Schluss. Nein. Okay, kurzer Schluss noch nicht, aber trotzdem, das ist jetzt schon ein sehr starker Rückschlag. Ach, der ist abgesprungen, oder was? Komm schon, komm schon, komm schon. Wir müssen unsere Angriffe verstärken, sonst ist die Schlacht vorbei. Oh, ich hasse es. Oh, am Anfang sah es so gut aus, jetzt sieht es so schlecht aus. Sie wollen einen Kontrollpunkt übernehmen. Schlag sie zurück. Oh, ich bin sogar relativ weit oben. Ja, Metallangriff. Dankeschön. Ah, shit, der mal im Plauder. Ja. Als ob wir jetzt noch einen verloren haben. Ja. Ist schon klar. Wie das gerade rumleckt mit dem Sound. Das ist ja grausam. Und wie wir hier einfach jetzt auch noch geführt haben und jetzt so richtig schön verkacken. Das ist ja... richtig, irgendwie schon nicht. Jetzt werden die Rebellen den Zorn von Lord Vader spüren. Ja. Boah. Zorn von Lord Vader. Eine Minute. Hast du Zeit, zwei Kontrollpunkte zu erobern. Wow, Luke ist tot. Hm.
kommt schon. Ja. Und auch noch Verlust. Ja, schaffen wir nicht mehr. Schade eigentlich. Die Runde hatte relativ gut angefangen. Wow. Komme ich jetzt hier auch nicht mehr hoch oder was? Ja, danke. Bin ich jetzt auch richtig nice, dass ich hier nicht mehr hochkomme? Oh shit, das war nicht gut. Nee, überhaupt nicht gut war das. Mann, die Runde davor hat sich sogar noch gewonnen. Natürlich wieder ohne Aufnahme. Das ist dann natürlich auch wieder so richtig krass. Da dachte ich mir so, ja komm, das Team ist ja nicht ganz geil, aber... Ja, liegt es natürlich nicht nur am Team, aber... War einfach schade. Naja, dann würde ich mal sagen... Ich hoffe, es hat euch trotz dieses nicht so nicht glimpflichen Endes gefallen und... Es würde mich auf jeden Fall über eine kleine Bewertung freuen und vergesst nicht zu abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.